Willkommen zu einem neuen Video von MobiFlip. Mein Name ist Oliver und wir packen heute gemeinsam das LG G6 aus. Das ist das aktuelle Android-Flaggschiff von LG, welches ab dem 24. April in Deutschland erhältlich sein wird. Und wir packen das Gerät aus und ich gebe euch auch einen ersten Eindruck zum Gerät. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Das ist das LG G6. Und zwar in der Verpackung, wie ihr es dann auch im Einzelhandel sehen werdet. Allerdings muss ich gleich dazu sagen, an der Seite noch ein kleiner Schriftzug. Eine sehr schlicht gehaltene Box, ohne große Spezifikation. Ich werde die Box jetzt aufmachen und gleich noch eine kleine Anmerkung geben, denn LG hat uns, da begrüßt uns das Gerät, nicht den finalen Lieferumfang geschickt. Das Gerät legen wir mal kurz zur Seite. Wir haben einmal das USB-C-Kabel, das Netzteil. Das war's bei uns. Also das ist jetzt nicht der finale Verpackungsinhalt. Da findet ihr noch folgende Inhalte. Und zwar eine Wildlederhülle für das G6, ein Wildledertuch zum Reinigen für das G6, ein Headset und die Bedienungsanleitung, die jetzt bei uns auch fehlen, die jetzt aber auch, glaube ich, wenig interessieren. Aber was interessant ist, was ich gerne gesehen hätte, was jetzt ein bisschen schade ist, was ich euch gerne gezeigt hätte, wäre einmal das Wildledertuch und auch diese Wildlederhülle, die LG mitliefert. Mal schauen, ob wir da vielleicht noch irgendwas nachreichen werden. Aber das wird in dieser Box mit enthalten sein. Und wie gesagt, aktuell ist diese Box für unser Testgerät etwas leer, aber das soll uns nicht weiter stören. Denn ich glaube, was sowieso die meisten interessiert, ist das Gerät selbst. So, das ist das G6. Ich glaube, das zweite Flaggschiff, welches in diesem Frühjahr von vielen erwartet wird, neben dem Samsung Galaxy S8. Und ich glaube, da ist noch so eine Hülle drauf. Die entferne ich jetzt mal direkt. Na, so leicht geht das gar nicht. Zack. Da haben wir die Displayfront. Auf der Rückseite haben wir noch einen Hinweis, dass wir unser Testgerät bitte nicht verkaufen sollten. Und den EMEA-Aufkleber. Die beiden Sachen sind, glaube ich, eher uninteressant. So, das ist das gute Stück. Und ich gehe mal ein bisschen näher auf das Gerät ein. Wir haben es hier mit einem 5,7 Zoll großen Display zu tun. Das Display löst in QHD auf, beziehungsweise ein bisschen mehr als QHD, denn es handelt sich um ein Display mit 2:1 Format. Und darauf ist LG stolz, denn beziehungsweise man nennt es 18:9, da man hier die Software auch entsprechend angepasst hat, um mehr Inhalte vor allem im Splitscreen anzuzeigen. Ja, soweit zur Front. Auch das ist ein Gerät mit sehr wenig Rahmen und wie man sieht, man kennt den Rahmen kaum, wenn man die schwarze Version besitzt, was ich persönlich immer am schönsten finde. Einen Homebutton hat man hier natürlich nicht. Wer aber das Gerät entsperren möchte, der findet auf der Rückseite den Fingerabdrucksensor und ich nehme es direkt mal in die Hand. Ja. Ich glaube, der ist ein bisschen besser positioniert als beim Samsung Galaxy S8. Ja, die Frontkamera habe ich noch vergessen, die ist natürlich auch vorhanden und was aber, glaube ich, für viele interessanter ist, ist auf der Rückseite, ihr seht es hier ganz gut, eine Dualkamera. Ne? Also LG hat jetzt auch beim G6 die Dualkamera eingebaut, es handelt sich dabei um eine 13 Megapixel Dualkamera und da bin ich auch mal gespannt, wie gut denn die Bilder da am Ende sind. Wie gehen wir noch auf die Seite ein? Na, da sehe ich sogar gerade. Da ist noch eine Folie vorhanden. Zack, die wollen wir auch noch entfernen. So, hier seht ihr das gebürstete Aluminium. Gefällt mir persönlich sehr gut. Schönes, dunkles, graues, mattes Aluminium. Und auf der rechten Seite des Gerätes ist eigentlich nur der Eingang für die SIM-Karte und auch die Speicherkarte. Das Gerät besitzt 32 internen Speicher, 32 GB, kann allerdings erweitert werden mit einer Micro-SD-Karte. So, auf der linken Seite haben wir die Tasten für die Lautstärke, laut, leise und das war's dann auch schon. Auf der Frontseite, auf der oberen Seite haben wir den Kopfhörereingang bzw. den 3,5 mm Eingang. Da kann man wieder ein bisschen drüber streiten, ob der auf der oberen oder auf der unteren Seite besser angebracht ist. Ich persönlich bin da eher so ein Fan von der unteren Seite.
Ja, womit wir direkt mal bei der unteren Seite wären, da hat LG natürlich den Lautsprecher und den USB-C-Anschluss, kennt man soweit, soweit nichts Neues. Und ja, die Rücktaste lässt sich übrigens drücken, falls ihr euch am Anfang wundert, habe ich nämlich gemacht, wo man das Gerät denn jetzt einschaltet, denn es gibt keinen Power-Button. Also die Taste lässt sich drücken, der Fingerabdrucksensor, aber einen Power-Button auf der rechten Seite hat man dem Gerät nicht spendiert. Unter der Haube, während das Gerät startet, kann ich vielleicht noch kurz erzählen, werkelt ein Snapdragon 821. Das ist nicht das neueste Modell. Das ist, glaube ich, auch im Netz soweit der größte Kritikpunkt zum LG G6. Ich mache mal ganz kurz die Einrichtung. Ja, kurz Deutsch nehmen. Dann gehen wir mal auf Start. Auf jeden Fall wird der Snapdragon 821 von, auch hier werden wir erstmal alles überspringen, wird von 4 GB Arbeitsspeicher unterstützt. Also soweit, glaube ich, ist das ausreichend. Es gibt zwar mittlerweile auch Modelle mit mehr Gigabyte RAM, aber 4 GB Arbeitsspeicher reichen da, glaube ich, aus. So, den richten wir auch später ein. Wie immer stimmen wir zu. Ja, wie gesagt, es ist nicht der aktuellste Arbeitsspeicher, nicht der aktuellste Prozessor, tut mir leid. Aber ich glaube, was den aktuellen Stand 2017 angeht, wird man da keinen großen Unterschied merken. Aber ich lehne mich da mal nicht zu weit aus dem Fenster, denn das wird sich dann im Testbericht natürlich zeigen. Die Displayhelligkeit ist auf volle Pulle. Und ja, da kann ich jetzt natürlich noch kein Fazit zu ziehen. Der Akku umfasst 3300 mAh, was soweit für diese Geräteklasse, glaube ich, Standard ist. Also wenn man sich überlegt, das Gerät ist relativ dünn, das Gerät ist relativ groß, besteht aus relativ viel Display, dann ist das, glaube ich, soweit Standard. Ich glaube, das Samsung Galaxy S8 besitzt 3000 mAh, also nehmen sich die beiden hier gar nicht so viel. Wobei vielleicht 300 mAh dann mit der entsprechenden Anpassung am Ende auch nochmal eine Stunde aus dem Gerät rausholen könnten. Ja, ich glaube, soweit war es das von den Spezifikationen. Wir machen den üblichen Blick und schauen direkt mal, na, mit was für einer, da oben wahrscheinlich, mit was für einer Version das Gerät ausgeliefert wird. Da. Software-Information, Android 7.1, da haben wir das Nougat-Logo. Ich weiß auch hier noch nicht, ob LG hier schon Android 7.1 plant. Allerdings waren sie bei den bisherigen Flaggschiffen relativ zügig unterwegs und haben da relativ schnell Updates geliefert. Also gehe ich davon aus, dass auch das G6 relativ flott nach Marktstart ein entsprechendes Update erhalten wird. Ja, ich glaube, also bin persönlich da fest von überzeugt, dass es neben dem Samsung Galaxy S8 das spannendste, beste Flaggschiff aktuell auf dem Markt ist. Denn die Modelle von Sony finde ich in diesem Jahr weniger spannend. Aber man muss auch dazu sagen, dass HTC vermutlich Ende des Monats, also Ende April, auch noch ein neues Flaggschiff vorstellen wird. Und dann hätten wir hier vielleicht noch einen dritten spannenden Kandidaten. Aber aktuell finde ich, sind das LG G6, welches übrigens auch ein Always-On-Display besitzt. Die lassen sich auf Kamera immer relativ schwer einfangen. Ja, ansonsten ist das LG G6 neben dem Samsung Galaxy S8, glaube ich, so das spannendste Modell im Frühjahr. Wir werden uns jetzt natürlich erstmal in Ruhe mit dem Gerät beschäftigen. Ich werde es wie immer einrichten. Und dann habe ich mir überlegt, habe ich auch ein Samsung Galaxy S8 hier und ich glaube, da bietet sich doch aktuell ein Vergleich an. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Samsung Galaxy S8 ab dem 21. April und das LG G6 ab dem 24. April, also das eine Modell kommt an einem Freitag und das andere Modell direkt am Montag danach in den Handel. Und ich glaube, dass es die 3 Tage, die die beiden Modelle trennen, sind gar nicht so viel. Da kann man schon von einem Marktstart sprechen, der zeitgleich ist. Und ich glaube, genau aus dem Grund sind die beiden Modelle momentan auch mit die spannendsten Android-Smartphones. Und ja, also, falls euch das Video gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, falls ihr das Video teilt
Und das soll es noch nicht zum G6 gewesen sein. Das war nur mal ein kleines Unboxing, ein erster Eindruck, der übrigens sehr positiv ausfällt. Ich finde, das Gerät fühlt sich sehr hochwertig an, liegt gut in der Hand, ist schön schmal, ist schön leicht. Und ja, aber alles Weitere wollen wir uns dann natürlich für den Testbericht des Gerätes aufheben. Ich kann euch empfehlen, dran zu bleiben, denn das Video, welches höchstwahrscheinlich nach diesem Video online gehen wird, ist dann der Vergleich des LG G6 mit dem Samsung Galaxy S8. Aber dazu möchte ich das G6 erstmal noch kurz einrichten, mit dem Internet verbinden und mich vielleicht auch mal noch mal kurz damit beschäftigen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video.